Magic Money Talk. Herzlich willkommen, liebe Marion, zu unserem heutigen Magic Money Talk. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und vielleicht magst du mal ganz kurz, weißt du noch, wo unsere Seelenverabredung war? Unsere vielleicht erstes und wieder Treffen? Ja. Sehr, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und danke dir natürlich. Und unsere Seelenverabredung, unsere allererste, war 2011, als wir mit dem Network Marketing begonnen haben. Und ja, du unser großes Vorbild warst schon zum ersten Mal, das muss ich wirklich so sagen, also dass wir wirklich das erreichen wollten, was ihr damals erreicht habt und dass ihr immer wieder motivieren konntet, also uns immer gepusht habt, wie soll ich sagen, aber liebevoll, also nicht jetzt hier, ihr müsst oder irgendwas, sondern wirklich einfach diese Vorbildwirkung, aber auch dieses liebevolle Mitziehen. Ja, also das war unsere allererste. Und dann hat es mich 2018, ja, so ein bisschen aus dem Rennen, nicht nur ein bisschen, richtig doll aus dem Rennen geworfen, mit einem Burnout. Ich war damals angestellt und in einer sehr anstrengenden Position mit Telefonverkauf und was weiß ich. Und das war einfach, es war nicht mehr stimmig für mich und meine Seele hat gesagt, jetzt endlich darfst du mal was Neues ausprobieren. Und da habe ich dich wiedergefunden im Facebook tatsächlich, nach etlichen Jahren, wo wir uns aus den Augen verloren hatten, und habe dann bei dir 2019 ein Coaching begonnen, um einfach wieder zu mir zu kommen. Ich war also wirklich total zerstört, also auch meine Persönlichkeit war total am Boden. Ich hatte wirklich einen richtigen Burnout mit tiefsten Depressionen und wusste überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und du hast mir damals sehr, sehr geholfen, mich sehr unterstützt, wieder meine Richtung zu finden, vor allen Dingen mein Selbstvertrauen wiederzubekommen. Auch das Gruppencoaching hat mir damals sehr gut getan mit sehr vielen spirituellen Frauen. Und ich höre immer noch den Satz, den immer alle gesagt haben, in dir steckt viel mehr, als du jetzt weißt. Und ich glaube, ich weiß immer noch nicht alles. Ja, wenn wir das immer alles wüssten, also wirklich aus vollstem Herzen in unser Potenzial gehen, glaube ich, da wären wir häufig überfordert, oder? Ja, das denke ich auch. Ja, genau. Es darf ruhig Stückchen für Stückchen kommen. Ja, und du bist ja auch einen ganz spannenden Weg gegangen. Also erstmal Chapeau, weil du hast ja wirklich aus einer, ich sag mal, du bist ja auch in einem Alter, wo viele sagen, okay, ja, ich bin jetzt irgendwie krank und kann nicht mehr und ich gebe jetzt hier einfach auf. Und du hast ja genau das Gegenteil entschieden. Du hast ja wirklich entschieden, nein, ich gehe in mein Potenzial, auch wenn ich vielleicht noch nicht genau weiß, was es ist, aber ich gehe nochmal für mich, ich starte nochmal neu. Und du bist ja auf einen unheimlich spannenden Weg eingeschlagen. Ne? Man sieht ja hier auch, lebe richtig, heißt ja dein Unternehmen, du machst ja ganz spannende Sachen. Was ist denn für dich eigentlich wirklich richtig leben? Richtig leben, ja, das darf jeder für sich selbst definieren. Für mich heißt es eine glückliche Partnerschaft, eine glückliche Familie, dass alle auch miteinander reden können, das finde ich ganz wichtig. Natürlich seine Berufung leben zu dürfen, das ist für mich jetzt in den letzten 3 Jahren absolut so erfüllend geworden, dass ich weiß, was ich tue und was ich damit erreichen kann. Und ich habe mich wirklich dann mit 60 damals selbstständig gemacht vor 3 Jahren und habe gesagt, okay, was kann ich denn außer das, was ich bisher getan habe im Angestelltenverhältnis? Ich wusste überhaupt nicht, dass in meiner Berufung in der Astrologie das 10. Haus, was für Karriere, Berufung steht, dass bei mir die Selbstständigkeit der Wassermann drin steht. Und habe ich eben spät erkannt. Und ich sage immer, es ist nie zu spät, um einen neuen Weg zu beschreiten. Und deswegen mit 60 die Entscheidung, dank auch meiner Familie, dass sie mich da immer mitgetragen haben, unterstützt haben. Lebe richtig, Berufung leben, Freude haben an dem, was man tut, tanzen, singen, lachen, positive Energie verbreiten, ein Licht sein, ein Leuchtturm sein für Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und das tue ich ja hier in meiner Praxis. Ich habe also eine Praxis für ganzheitliche energetische Heilarbeit. Und ja, Reiki ist so mein Favorit. Das konnte ich damals schon. Ich hatte das 2017 gelernt und habe gesagt, okay, das in Verbindung mit den Gesundheitsprodukten, die ich aus dem Network Marketing kannte. Diese Verbindung Gesundheits- und Vitalstoffberatung habe ich mit reingenommen. Und ja, es hat sich so entwickelt, dass ich ja irgendwann über die
sogenannte Schoßraumklärung, Ahnenheilung auf energetische Weise gestoßen bin in der Ausbildung. Und das hat mich sofort angesprochen und ich wusste, das ist meins. Und das praktiziere ich jetzt seit 2 Jahren. Und das ist so kraftvoll. Ich kann das wirklich nur jeder Frau empfehlen. Wir haben alle Themen im Schoßraum. Unser Schoßraum ist unsere Kreativität. Ja, wir gebären nicht nur Kinder oder lassen Kinder im Schoßraum gedeihen, sondern natürlich auch alle Projekte. Und das ist so ein vielfältiges Gebiet und da gibt es eben absolut viele Blockaden. Und das fühle ich aus dem Herzen raus, dass ich das in die Welt bringen möchte. Und das erfüllt mich sehr, muss ich wirklich sagen, ja. Ja, und du machst da ja auch eine ziemlich krasse Arbeit, ne? Also ich habe ja das auch schon mal genossen und schicke dir ja auch immer wieder Leute vorbei, weil das ist natürlich, gerade wenn wir im energetischen Bereich arbeiten und letztendlich ist alles Energie, jede Blockaden, ob gesundheitlich, ob im Geiste, ob auf körperlicher Ebene oder auch in karmischen Bereichen, die sind alle im Energiefeld sichtbar und sie sind auch zum Großteil im Energiefeld aufräumen und heilbar. Und ganz schön, wie du eben schon gesagt hast, gerade der Bereich Kreativität, also dieses Innere, wenn unsere sakrale Energie und auch unser Wurzelzentrum, und das ist ja bei ganz vielen, die gerade im Business, ja, die so ihren Mann stehen, die so Richtig. dieses Stronge drin haben, und die sind sehr häufig dort blockiert. Und das ist ja auch für mich diese neue Zeit. Wir dürfen in diese weibliche Energie kommen, in diese Herzenergie kommen, in diese annehmende Energie kommen. Und wir werden ja da wirklich reingeschubst. Ja, also wenn man nach draußen guckt, und ich liebe ja auch die Astrologie, die Metaphysik, das Human Design, weil da so alle Antworten drinne sind. Und jetzt kommt noch diese mega krasse Zeitqualität dazu, die uns eigentlich vor die Wand knallt. Damit wir uns genau diese Themen angucken, und ganz, ganz viel ist wirklich im Schoßraum heilbar. Und deswegen finde ich das so spannend, weil das ist ein sehr weibliches Thema, aber unsere Zuschauer sind ja auch, ich würde sagen, im größten Teil Frauen. Und wenn du in Resonanz gehst, allein mit dem Wort Schoßraumklärung als Zuschauer jetzt, dann ist da etwas drin für dich. Und man kann das wirklich heilen. Und man kann wirklich diese ganzen alten Energien dort rausziehen. Und es ist so, so, so wichtig, weil ich kriege gerade diese Energien. In dem Moment, wo wir nicht in unserem vollen Potenzial drinne sind, können sich andere Energien einnisten. Und zwar in den Bereichen, wo deine Schwachstellen sind. Und wenn das deine Annahme, deine Weiblichkeit, auch Themen im Sexualbereich sind, dann gehen dort die Energien rein. Und das ist das, was deine Arbeit auch so wertvoll macht. Und es ist ja nicht nur die energetische Arbeit, sondern die geistige Welt, die hilft ja mit, die arbeitet ja mit, die zeigt uns auch natürlich, wo die Sachen sind. Und du bist ja da auch sehr sensibel. Also du nimmst ja ganz viel wahr, auch das Thema Medialität. Ich liebe es ja, weil es für mich zum Business, eigentlich zum Leben gehört. Wie stehst du denn da zu dem ganzen Thema Medialität und diese wirklich bewusst zu leben? Ja, wenn ich erzähle, dass ich bis 2018 nicht mal wahrgenommen habe, dass ich eine Seele habe und seitdem geht das bei mir wirklich im Sauseschritt, meine Bewusstwerdung und ja auch durch meine Arbeit natürlich. Und ich kann immer wieder sagen, ich bin so, so dankbar und froh, also den Frauen, die mich damals an der Hand genommen haben, unter anderem du, Mandy, und gesagt haben, okay, jetzt gehe den anderen Weg und versuche diese Anbindung ans Universum, die wir alle haben, die wir von Natur aus haben, die wir mitbringen, ja, und die uns so abtrainiert wurde und oft in der Kindheit mit Konditionierungen, also wenn man da irgendwo eine Energie sieht, ja, was soll denn das? Du spinnst schon wieder, ich sag's mal so, ja. Also diese Sachen haben wir, glaube ich, alle erlebt, auch gerade in meiner Generation. Und ich finde es so, so schön, dass ich diese Anbindung ans Universum wieder habe, dass ich ja Botschaften bekomme mittlerweile, dass ich sehr viel übers Hellfühlen mitbekomme, was meinen Kundinnen oder meinen Kunden auch im Reiki auf der Seele brennt, wenn ich es mal so sage, also was sie auch für körperliche Befindlichkeiten haben. Und da kommen einfach Themen, die sich in meinem System zeigen, wo ich halt sage, okay, da ist noch eine Blockade drin. Und dann habe ich halt diese energetische Traumatransformation, mit der ich arbeite und die über mich praktisch das alles ausleitet, wie du auch sagst, wenn Fremdenergien sich reinsetzen an die Schwachstellen. Und da
bin ich sehr, sehr dankbar über die Führung und auch über die Impulse, die ich einfach vom Universum bekomme und die ich mittlerweile immer besser wahrnehmen kann. Also Medialität ist so wichtig, auch im Alltag. Ja, wenn man weiß, man hat ein geistiges Team um sich herum, gerade im Business. Ich bin auch sehr dankbar für den medialen Business-Kurs, den wir im letzten Jahr gemacht haben. Einfach, ja, du hörst ein Fiepen im Ohr. Was ist denn das? Habe ich jetzt Tinnitus zum Beispiel? Ne? Also das habe ich seit geraumer Zeit und ich habe es jetzt fast ununterbrochen, weil einfach, ich sage immer, das ist meine Standleitung. Ja, ich weiß, dass ich damit angebunden bin. Und das ist kein Ton, der mich nervt. Ich weiß einfach, das ist gut für mich. Und andererseits, ich sehe manchmal Energien. Ich sehe also so ein Flimmern. Ja, oder manchmal sehe ich auch so Gestalten, sage ich jetzt mal, Wesen irgendwie. Ja, was ist denn das? Okay, spinne ich jetzt, ne? Oder bilde ich mir das ein? Und da einfach ein Selbstvertrauen zu entwickeln. Ich finde, da ist es wichtig, wenn man jemanden hat, der so einen Kurs anbietet oder so eine Ausbildung und dann sagt, okay, es ist alles normal, was du wahrnimmst, ja, alles, was deine Fantasie erlaubt, ist sowieso richtig und wahr. Und nimm es einfach an und vertraue dir. Ja, und wenn ich mittlerweile bekomme ich halt bei meinen Sitzungen, die ich mache, auch teilweise Jenseitskontakte, also wo Seelen sich melden und mir eine Botschaft geben und die gebe ich den Kunden meistens weiter. Also meistens, manchmal nicht, wenn die Leute noch gar nichts damit anzufangen wissen, aber weil die Medialität bei jedem entwickelt sich ja auch, ne? Und wenn ich das weitergebe, sagen sie auch manchmal, okay, ich kann damit jetzt gerade nichts anfangen und dann rufen sie mich am nächsten Tag an und sagen, Mensch, hat sich das und das bei mir ergeben und danke für den Hinweis. Ja, also das ist so schön, weil wir ja von der geistigen Welt unterstützt werden, weil eben auch unsere Liebsten, die schon im Jenseits sind, uns ja umhegen und uns helfen, unterstützen in diesem Leben. Ja, das ist so schön. So. Ich finde es total wichtig, die mediale Anbindung im Alltag zu nutzen, natürlich auch fürs Business unbedingt. Und also ich kann es mir ohne nicht mehr vorstellen, sage ich wirklich, wie es ist. Ja, danke. Genau, und wenn dich das jetzt irgendwie aufmerksam macht als Zuhörer oder Zuschauer, Ende des Jahres, voraussichtlich am 30.10. startet wieder eine Runde mediale Ausbildung, wie du wirklich deine Kanäle öffnest und die Tools erlernst, damit du es natürlich auch in die Praxis bringst. Also es ist keine, wie lerne ich mein Hellfühlen wieder erkennen Ausbildung, sondern tatsächlich, es ist eine Praxis. Live-Ausbildung, damit du es anwendest. Ja, also das ist wirklich auch für die Frauen, die nicht darüber diskutieren müssen, zu sagen, okay, es gibt andere Kanäle, es gibt sowas wie hell sehen, hell wissen, hell fühlen. Aber was mache ich denn jetzt damit? Sondern es geht ja wirklich darum, dass wir lernen, es praktisch jeden Tag anzuwenden, zu integrieren in unserem Leben und in unserem Alltag. Also wenn ihr da Interesse habt, schreibt mich gerne an. Denn es ist super, super spannend. Für mich ist das natürlich auch die neue Zeit. Wir kriegen diese ganzen Tools zur Verfügung und wir nehmen ja auch wahr, was nicht mehr passt. Oder wir sehen den Menschen. Ich sehe zum Beispiel bei dir leuchtet gerade total deine Aura. Ich würde dir gerade alles anvertrauen, weil ich weiß, das passt. Und das spüren. Manche sehen das, manche spüren das. Und wir merken ja auch wirklich, wer passt noch zu uns? Und es ist ja auch, also ich habe ja gerade so das Gefühl, wir haben ja gerade eine riesen Abrissbirne, die so auf uns zurollt, ja, mit dem Business, mit dem Geldsystem, mit partnerschaftlichen Themen. Also es kommt ja so gerade alles, diese Abrissbirne. Aber wir sind ja ein bisschen der steuert. Und da braucht es natürlich unheimlich viel Mut zu sagen, okay, was lasse ich denn abreißen? Wo bin ich bereit hinzugucken? Und das ist ja auch, was an dir wirklich immer so faszinierend ist, einfach, dass du dann Entscheidungen triffst und dass du umsetzt. Und das ist ja auch ein wichtiger, ich sag mal, Erfolgsfaktor, nicht nur mit den Engeln oder zu was auch immer jeder sich da so hingezogen fühlt, sie zu nutzen und zu integrieren, sondern das Ganze hier in Materie zu bringen. Wirklich unser Wirken hier durch den Körper, ich sag mal so ein bisschen liebevoll, den Arsch halt auch auf die Straße zu bringen für das, warum wir hier sind. Und da bist du, glaube ich, ein Vorbild für viele, viele Frauen, die einfach ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so, reifer schon sind, auch vom Alter. Und dass es egal ist, auch wie ist unser Gesundheitszustand, wie ist unser Alter, dass es egal ist. Wenn du in dein Potenzial, in deine Berufung gehst, tun sich neue Wege auf und es entstehen ganz, ganz, ganz viele neue Welten. Und dafür wirklich
mutig zu sein, den Weg zu gehen. Also wenn wir den Zuhörern jetzt auch nur diesen einen Punkt mitgehen, es ist scheißegal, ja? Machen, einfach machen, aber nicht aus einer alten Energie, sondern aus wirklich diesem inneren Herz, Raum, Potenzial, Seelenpotenzial, was sich jetzt zeigt. Und im Außen kriegen wir gerade alle Energien, dass es sich gerade ganz, ganz schnell zeigt. Ja. Ja, es bricht vieles weg im Moment. Das ist wirklich auch eine Lernaufgabe für viele, die zu mir kommen. Freundschaften, ja, Bekanntschaften, Familie dividiert sich auseinander. Andererseits kommen viele neue Menschen ins Leben, die einen unterstützen und vorwärts bringen, wo man offen reden kann. Ja, also was ich tue seit 3 Jahren in meiner Praxis, es verstehen sehr viele nicht von meinen alten Freunden, sage ich jetzt mal, auch von meiner Familie teilweise nicht. Ja, und da werden aber immer wieder Frauen oder auch Männer in mein Leben geführt, mit denen ich eben so reden kann, wie ich jetzt denke, ne? Ohne immer nur übers Wetter oder über oberflächliche Dinge zu reden oder über irgendwas zu schimpfen. Ja, und ich versuche halt immer auch durch mein Sein gute Energie in die Welt zu bringen und auf der Straße zu lächeln. Und wenn die Menschen noch so traurig gucken oder böse gucken, ja, einfach die Energie, die ich bin mittlerweile, in die Welt zu bringen. Und was ich gelernt habe, wenn ich das kurz anfügen darf, in den letzten, ich weiß nicht, 2 Jahren oder 1,5 Jahren, ich war immer kräftig. Natürlich habe ich mir irgendwann einen Panzer angefuttert, ja, logischerweise. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten einiges abgenommen. Und das ist für mich so egal, wie ich aussehe. Früher habe ich immer gesagt, du musst noch diese Diät machen und dieses gehört bei mir auch zum Lebe richtig. Sei einfach, wie du bist. Nimm dich so an, wie du bist, ja. Und übe dich in Selbstliebe, wenn du schon so weit bist. Ne? Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Und das ist egal. Und ich liebe es jetzt, Kleider anzuziehen, um einfach die Weiblichkeit zu unterstreichen. Und mein Mann hat neulich gesagt, seit du Kleider trägst, hast du dich verändert. Du strahlst ganz anders, weil ich eben die göttlich-weibliche Energie verkörpere, ja, die ich in meiner Arbeit täglich bei meinen Kunden habe. Und so bringe ich es eben auch für mich privat in die Welt. Und Schminke, Schmuck, das ist alles für mich. Ich war wirklich eine Elster. Ich habe Schmuck zu Hause. Es ist alles unwichtig geworden, wenn du einfach zu dir findest und wenn du erkennst, was du für ein inneres Potenzial hast und was dein Lächeln, deine Arbeit, deine gute Energie im Umfeld bewirken kann. Ja. Das hast du super schön gesagt. Es ist halt, wenn wir von innen authentisch sind, ist es egal. Also Genau. ohne Lippenstift tue ich mich auch schwer, aber alles andere wäre mir so egal. Bei mir ist es noch die Wimperntusche, aber ansonsten, ich habe keine Ohrringe mehr. Ich habe 300 Paar Ohrringe zu Hause. Es ist alles unwichtig geworden. Ja. Ja, also das ist, ja, keine Ahnung. Ja. Und, dieses Unwichtigwerden. Es ist ja nicht wirklich unwichtig. Und das ist manchmal so ein Stück wie, es wird mir egal. Oder es macht nichts mehr mit mir. Ja, also ich fühle da keine Freude oder ich fühle da auch, aber auch nichts anderes dahinter. Und das ist natürlich, je mehr sich unsere Energie erhöht, nicht nur kollektiv, sondern jeder Einzelne, je höher wir selber in unserer Schwingung kommen, umso unwichtiger, das ist nicht das richtige Wort, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, wird es das. Und für viele ist es so manchmal, okay, aber ich spüre auch nicht mehr so die Freude oder ich gehe nicht mehr ins Drama. Und wir denken immer so, werde ich jetzt irgendwie so ein bisschen abgestumpft oder emotionslos oder so. Und auch da kann man nur sagen, nein, nein, sondern je höher deine Schwingung wird. Und du hältst sie einfach. Dadurch, dass du diese Schwingung hochhältst, ich muss mal auf der Seite sehen, weil hier hängt mein Mikro. Je höher du deine Schwingung hältst, immer mehr, immer mehr, immer mehr, steigst du natürlich nicht mehr in die Dramen ein. Und diese Schere zwischen himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, die wird immer kleiner. Und für viele ist das am Anfang vom Fühlen her erstmal neu, weil sie denken, okay, kann ich gerade keine Freude mehr spüren? Oder du hörst Sachen, wo du denkst, das müsste was machen mit mir. Aber es tut nichts mehr. Und das ist eher ein gutes Zeichen. Und wir dürfen uns daran erhöhen, denn je höher unsere Schwingung ist, wir bleiben nämlich da. Wir bleiben in diesem Zustand. Das heißt, wir sind insgesamt viel erfüllter. Wir sind insgesamt viel fröhlicher, viel, viel dankbarer. Also die Energie ist einfach höher und dadurch steigen wir nicht mehr in unsere tiefen Emotionen ein, die in unserem Körper immer noch gespeichert sind. Von denen wir früher dieses brauchten.
Dieses Himmelhoch jauchzt zu trüde betrübt und wir brauchen es nicht mehr, wenn du eine höhere Energie eingenommen hast. Und das ist eher ein gutes Zeichen, auch wenn sich manchmal das ein bisschen schräg anfühlt. Und das Schöne ist ja, die geistige Welt gibt uns ja zu allem. Ich liebe ja immer so, ich brauche die Frage, dann frage ich rein und zack, ist die Antwort da. Und dann denkt manchmal das Gegenüber, wieso einfach soll das sein? Jo. 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 Ja, und oft ist die Antwort schon da, bevor die Frage zu Ende gestellt ist, ne? Genau. Oder auch das Thema Heilarbeit, ja. Manche quälen sich ewig mit Ja. irgendwelchen Themen rum und dann kannst du das gar nicht erklären, wie du, also da kommt jemand mit wirklichen, auch energetischen Themen Ja. und dann drehst du das manchmal in einer Viertelstunde, manchmal eigentlich in 5 Minuten und machst noch 10 Minuten Show darum, damit der andere es vom Ego irgendwie annehmen kann. Und dann danken die, und so einfach soll das jetzt sein, dass es jetzt Ja. erledigt ist. Ja, Und dieses das ist. Neuverständnis, dass das auch ganz einfach sein darf, ich glaube, das dürfen wir gerade lernen, oder? Wie siehst du das? Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir einfach uns Hilfe suchen dürfen. Es gibt so viele Menschen, die verschiedene Heilpraktiken ausüben. Also es gibt tausende verschiedene Heilpraktiken, da bin ich ganz, ganz sicher. Und alle haben ihre Berechtigung, ja. Und also ich mache die Erfahrung, wir haben vielleicht zwei, drei Sitzungen, energetische Sitzungen, und danach fühlen die Menschen sich einfach besser und es tut körperlich nichts mehr weh oder es ist zumindest gemindert. Und wir haben die Blockade dahinter angeguckt. Also wo kommt es eigentlich her? Ja? Und ich meine, wir kennen ja alle diese Sprüche, ne? Was ist dir an die Nieren gegangen? Ja? Welche Laus ist dir über die Leber gelaufen? All diese Dinge, wenn ich dort Schmerzen habe, dann darf ich mal gucken, wo ist denn die Trauer, wo ist denn die Wut, ja? Wo habe ich irgendwas nicht ausgelebt? Oder wo sitzen meine Tränen fest? Ja? Ein Junge, der nicht weinen durfte, ja, sein ganzes Leben lang musste der immer stark sein, durfte nie weinen. Was hat denn der alles für Blockaden in sich? Das ist ja alles diese Traumaenergie oder auch diese, ja, eingespeicherte Energie, die jeder in sich hat. Und wenn die raus darf, dann sind wir ja in unserer richtigen Energie und dürfen eben das ausleben, was in uns steckt, ja. Und die Energien hängen fest und möchten jetzt wirklich befreit werden. Und Ja. wenn ich es mal so zusammenfassen darf, eigentlich geht es nur noch um Heilung. Heilung auf Ja. allen Ebenen. Und klingt jetzt vielleicht ein bisschen, wenn du das sagst, eigentlich geht es nur um Heilung. Natürlich geht es nur darum. Es geht beim Geldsystem nur noch um Heilung. Es geht bei Business-Themen nur noch um Heilung. Und auch für mich, ich kriege gerade so dermaßen viele Informationen. Es wird auch ein kompletter Umbruch auch in meinem Leben. Vielleicht nennen wir den Magic Money Talk auch demnächst Heilungstalk oder so. Keine Ahnung, es entsteht gerade so viel neu auf allen Ebenen. Denn letztendlich geht es nur noch um Heilung. Und die dürfen wir gerne zulassen. Auch das gehört zur Liebe richtig. Yes. Ja. Liebe Marion, hast du noch eine letzte Botschaft für unsere Zuhörer? Also das letzte Wort gebührt dir. Was Ja. möchtest du noch mitgeben? Ich würde mich sehr freuen, wenn aus immer mehr Menschen Leuchtfeuer werden. Wenn immer mehr Menschen ihre Medialität entdecken, ihre Seele entdecken mit all dem, was die Seele uns auch mitbringt und was hier in diesem Leben ja gezeigt werden darf und gelöst werden darf, und wenn wirklich immer mehr Menschen das einfach anerkennen und in ihre wirkliche Kraft kommen, dass wir unendliche Wesen sind. Und das ist wirklich so mein Anspruch ist jetzt falsch, aber mein Wunsch. Ja. Schön gesagt. Und wie man dich findet, das werden wir alles verlinken unter dem Talk. Genau, also du arbeitest auch online, ich arbeite auch online. Also wie ihr uns findet, findet ihr alles unter drunter. Wir freuen uns super über ein Feedback. Womit bist du in Resonanz gegangen? Wie kann vielleicht auch bei dir wieder ein kleiner Knoten gelöst werden? Denn letztendlich, es geht nur um Heilung. Danke, liebe Marion, dass du da warst, dass du ganz vielen Mut machst, dran zu Ja. bleiben, egal wie alt man ist, egal wo man herkommt, egal in welcher Situation man gestartet ist. Danke, danke, danke. Ich danke dir. Wir sehen uns, hören uns bestimmt bald wieder. Danke.